Ich bin Geschäftsführer der Wendlandwind Bürgerbetreibergemeinschaften und wir befinden uns hier in Lüchow-Dannenberg in Jezel. Das ist das erste Windprojekt, was wir hier in Lüchow-Dannenberg aus der Anti-Atom-Bewegung gestartet haben. Hier an diesen Windkraftanlagen sind ungefähr 300 Familien beteiligt, alle mit kleinen Beteiligungen, so ab 1000 D-Mark oder Euro, aber auch eben bis zu 20.000 oder so. Ja, dieses Projekt versorgt 1500 Haushalte, sauber und umweltfreundlich. Und das ist der Projektbeginn gewesen, die ganze Region zu 100% auf erneuerbare Energien umzustellen. Dieses Ziel haben wir im Strombereich seit 3 Jahren erreicht. Und im Bereich Verkehr und Wärme, da sind wir noch weit davon entfernt. Das heißt, wir haben immer noch 80% fossile Wärmeversorgung und im Verkehrsbereich auch mindestens 80%. Also da ist noch viel zu tun.